Einen wunderschönen guten Tag. Heute mal wieder von der Kieler Förde, also wieder in Schleswig-Holstein unterwegs. Und ich bin hier in der Gemeinde Kiel-Strande sozusagen. Und hier vorne nennt sich das Bülk. Und da zeige ich euch einen Leuchtturm. Ich paddel auch noch mal zum Olympiazentrum und noch mal kurz auf die andere Seite. Aber dazu später mehr. Erstmal, wie es hier aussieht. Man kann hier Dänisch-Hagen abfahren und dann kommt man hier nach Strande rein. Und dann wird es schwierig mit dem Parken. Hier stehe ich jetzt. Das wird wahrscheinlich nachher alles relativ voll. Es ist Samstag und ich habe gerade gesehen, es sind nur 4 Stunden Höchstparkdauer für 6 Euro. Dafür relativ dicht am Wasser. Aber das wird knapp, weil ich habe doch einiges auf dem Zettel. Also Kajak habe ich hier schon mal hingelegt. Hier vorne sind direkt Steine. Das ist natürlich nicht so schön. Aber da vorne ist ein kleiner Sandstrand. Und da kann ich hier einmal um die Ecke, muss es dahin tragen und dann ist gut. Da hinten seht ihr schon das Olympiazentrum. Da hinten ist Labö. Ein dicker, fetter Dampfer kommt hier auch schon. Aber bevor ich sozusagen in die Richtung fahre, fahre ich noch einmal hier zum Leuchtturm Bülk. Dass ihr den auch noch mal gesehen habt. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt lange quatsche, bringe ich erstmal das Boot zum Wasser und dann geht das los. Achso, ich muss mir noch ein anderes T-Shirt anziehen, weil ich habe noch so ein aktiv Sport-T-Shirt, das ist dann nicht ganz so eklig und klebt, weil es soll heute richtig schön warm werden. Haha, auf geht's! Ja, ich habe eben probiert, Wohnmobil 6 Euro will er gar nicht, macht er nicht. Und jetzt muss ich halt PKW nehmen, keine Ahnung, wahrscheinlich dürfen wir Wohnmobil gar nicht stehen. Naja, bin ich mal gespannt, ob ich ein Knöllchen kriege. Das schaffe ich bestimmt nicht. So, den Rest noch verstauen, Schlüssel rein. Dann schleppe ich das Kajak mal dahin und ich mache euch vorne fest, dann seht ihr genau den Weg. Auf geht's. So, Boot ist geparkt. Latschen aus. Klemmen wir hier einfach wieder runter. Und dann wollen wir die Möhre mal zu Wasser lassen. Ne? Ein bisschen reinschieben hier das Ding. Es ist ein bisschen steinig, aber das Wasser ist schön. Da kommt man immer so ein bisschen schräg durch die Wellen. Da muss ich mich ein bisschen beeilen. Nicht lange schnacken. Die Steine sind hier auch. So. Jetzt bin ich erstmal aus dem Gefahrenbereich sozusagen. So. Ja, und ganz schön viele große Pötter unterwegs hier, was man so sieht. Sinnlos, glaube ich, euch das zu zeigen. Aber ganz da hinten ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer und da ganz hinten auch. Ja, krass, schon richtig was los. So, aber ich muss jetzt erstmal ein kleines Stückchen hier hoch zum Leuchtturm und dann geht es die andere Seite sozusagen zurück. Und dann hoffe ich mal, dass ich da vorne, so Höhe Labö, so ein bisschen in Landabdeckung bin, dass das... Weil eigentlich sollte gar nicht so viel Wind sein, aber man merkt es hier dann doch schon. Ne? Weil ich will nachher nochmal auf die andere Seite und das könnte schon ein bisschen kappelig werden dann. Ja, aber Spritzzeug habe ich mit. So. Dann erstmal hier um die Ecke. Voilà. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. So, wie ihr gesehen habt, habt ihr nicht so viel gesehen, weil ich musste euch unter Deck packen, aber das ist der Leuchtturm Bülk. Der hat auch so eine Aussichtsplattform. Letztens war die noch gesperrt. Ich weiß nicht, ob die jetzt wieder auf hat. Und da drunter ist so Kaffee, Eis kann man da essen und so. Also auch ein beliebtes Ausflugsziel. Und das ist im Grunde genommen von der Flensburger Förde, von der Kieler Förde sozusagen die nördliche Seite, der äußerst östliche Zipfel oder am Ende der Kieler Förde sozusagen am östlichen Punkt. Ist ein bisschen komisch beschrieben, weil eigentlich das Ostufer sozusagen, Quatsch, das Westufer sozusagen am Ende sehr weit östlich noch rausgeht und deswegen, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, aber jedenfalls ist das
eine Markierung sozusagen für die Einfahrt hier nach Kiel und weiß nicht, ob man ihn sieht. Da hinten, da ist er. Da hinten ist der Leuchtturm Kiel. Der ist ungefähr 4 Seemeilen hier raus, also knapp 8 Kilometer. Das ist auch ein Riesending, also ich glaube 18 mal 30 Meter Betonklotz, sind auch viele Messstationen und eben auch eine Lotsenstation. Da vorne sitzen dann die Lotsen für die großen Pötte hier für den Nordostseekanal und die lotsen die dann. Ne? Dann ist hier auch noch so ein Warngebiet. Hier gibt es eine, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß, hier gibt es eine riesengroße Sandbank, die ist irgendwie auch echt nicht klein. Und die ist nur 5 Meter an der flachsten Stelle. Also da müssen die Großen auch aufpassen. Ne? Ja, und was man noch sagen muss, der Wind ist doch heftiger, als ich dachte. Also ich bin schon etwas nass. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Also wenn ich Pech habe, muss ich das gleich nochmal umbauen. Aber gut, eigentlich haben sie nur, ich glaube, 13 km/h angesagt. Aber das ist gefühlt wesentlich mehr hier. Ja, ätzend. Und hier hinter ist auch noch ein ganz großes, modernes Klärwerk. Klärwerk Bülk. Sehr modern auch, seit 1972, sage ich mal so. Bis 1972 haben sie hier nur mechanisch geklärt. Da wurde hier die ganze Scheiße nur einmal gekämmt, sage ich mal, und dann rein. Aber hier hinten würde ich trotzdem nicht baden. Also da hinten lassen die das dann rein. Da ist noch so eine Steilküste. Und ja, aber kann man gut mal machen. Ist ein schöner Ausflugspunkt. Nur mit dem Parken ist halt schwierig, ne? Ja, ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich nochmal umbaue auf wasserdicht. Weil ansonsten... So mit diesem Ton und so funktioniert das, glaube ich, nicht. Ich musste euch eben schon unter Deck packen. Aber gut, wir paddeln erstmal weiter. So, dann paddeln wir mal weiter. Mir ist es übrigens noch eingefallen, das heißt Stollergrund, diese große Sandbank. Und der Leuchtturm ist, glaube ich, 25 Meter hoch. Und der ist schon seit, ich glaube, 1865 oder so in Betrieb. Ne? Also der läuft immer noch. Hat anscheinend auch Radar oben drauf, ne? Weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das auch einigermaßen sehen. Und da vorne sind auch noch ein paar Parkplätze, aber das ist mit meiner großen Kiste immer schwierig. Also ich stehe jetzt da hinten sozusagen bei den ersten Bäumen, damit ihr das mal so ungefähr seht. Ja, also erstmal weiter paddeln. So, hier vorne ist der Strand, wo ich eingesetzt habe. Also bin wieder am Startpunkt sozusagen angekommen. Und jetzt nehmen wir mal Kurs auf den Strand da vorne. Na, Kajak probieren, noch einmal winken. Hallo! Ja, und wie ihr seht, hier geht ein Weg, also direkt an der Kante sozusagen lang und sehr beliebt natürlich bei den Joggern, aber auch nachher, ich denke mal ein bisschen später wird. Es ist jetzt ja gerade mal 9 Uhr, dann sind hier auch ganz viele Spaziergänger und so. Und deswegen ist es schwierig auch mit dem Parken, habt ihr jetzt ja schon gesehen. Also wenn ihr hier mal paddeln wollt, entweder müsst ihr weiter innen parken und dann mit dem Wagen hier hoch, also mit dem Kajakwagen. Oder eben ihr könnt nicht allzu lange paddeln. Oder ihr müsst einen Strafzettel in Kauf nehmen, so wie ich. Ja. Hinten beim Olympiazentrum, das wäre da ganz hinten, da könnte man sonst auch starten. Aber da braucht ihr dann auch einen Kajakwagen, weil direkt am Wasser kann man dann auch nicht stehen. Na? Ja, das erstmal dazu. Aber wir paddeln weiter. Und wie ihr seht, es macht doch eine Menge aus, weil jetzt gegenüber ist jetzt Land und das Wasser ist hier schon wesentlich besser. Also so geht's, brauche ich doch nichts umbauen. So kann man das aushalten. Wird nachher höchstens noch mal kappelig, wenn ich auf die andere Seite paddle, denke ich mal. Aber so geht's. Oh.
Und hier auf der rechten Seite ist nochmal ein kleiner Strand, auch mit Parkplatz. Aber wie ihr schon seht oder vielleicht auch nicht seht, da ist Höhenbeschränkung 2 Meter. Also da komme ich überhaupt nicht hin. Und ihr vielleicht auch nicht, wenn eure Kajaks auf dem Dach sind. Ne? Ja, da vorne ist auch noch so eine Strandbar und das ist, glaube ich, eher so für Surfer und so hier. Ne? Also Wassersportler, die starten hier meistens und spaddeln hier so rum. Also das könnte auf dem Rückweg nachher auch ein bisschen voller werden hier. Ne? Jetzt stehen schon ein paar Autos da, vorhin war gar kein Auto da. Ja, nur damit ihr es mal gesehen habt. Da vorne, das ist dieser Surfkiosk, sag ich jetzt mal. So, aber wir paddeln erstmal ein Stückchen weiter. Ja, hier sind die Leute kreativ geworden. Hier sind überall diese Steinhäufchen. Ich hoffe, das kann man sehen auf der GoPro. Alles voll, auch davor. Alles voller dieser Dinger. Ja, sieht cool aus. Und auch hier könnt ihr natürlich immer noch weiter an der Küste sozusagen langlatschen. Und überall mal Bänke und so. Ist ganz cool gemacht. So, aber weiter geht's erstmal. Ein Stückchen weiter, hier ist dann der erste Strand. Ich tippe mal, dass das der Hundestrand ist hier. Und dann ein Stückchen weiter, da wird er ein bisschen schicker und auch Strandkörbe. Das ist dann für die Leute ohne Hund. Ne? Ja, kommt gerade ein Lotsenschiff rausgefahren, aber das könnt ihr wahrscheinlich noch nicht sehen. Im Winter könnte ich jetzt hier durchpaddeln, aber wie ihr seht, das ist Badebereich. Ne? Also hier die weißen Tonnen, da muss ich natürlich außen rum. Das sehen die DLRG-Leute nicht gerne, wenn man da durchbrutzelt. Also machen wir das natürlich auch nicht. So, dann um die Bojen rum und da vorne ist der Lotsendampfer. Sieht auch cool aus, war wahrscheinlich für euch viel zu klein. Ne? Hier gibt ganz viel Gas. So, hier fahre ich mal kurz rein. Bin ich etwas geschützt? Aha. Eben habt ihr ja gesehen. Eine Welle von so einem Motorboot, das ist schon ein bisschen eklig teilweise. So, aber hier ist relativ angenehm. Guck. DLRG ist hier. Quatsch, DLRG. Die Seenotretter sind hier auch. Oh. Eieieiei. So, ich habe mich erstmal hier hingelegt. Wobei, normalerweise ne, darf man hier nicht liegen. Aber ich mache hier nur eine kurze Pause. Ich musste mich einmal Batterie wechseln und dann wollte ich euch noch einmal was zu erzählen zu diesem Riesenklotz hier hinter mir. Aber erstmal Batterie wechseln. Ich glaube, ich kann doch noch erst was erzählen. Noch 13%, mal sehen, ob das reicht. Also, das Ding hier ist sozusagen der Olympiahafen, so nenne ich das jetzt mal so. Das ist für die Olympischen Spiele 1972 gebaut worden. Ich glaube, die sind sogar damals gestartet am 28.08. Also ist gar nicht so lange her jetzt sozusagen. Und das ist riesengroß, also im Grunde ein Yachthafen mit Wohnungen und Geschäften. Also das ist ein Riesenkomplex. Ich glaube, das sind 500 oder 600 Wohnungen, ich weiß nicht genau. Dann haben sie noch hier diese Wolkenkratzer da. Naja, Wolkenkratzer ist vielleicht übertrieben, aber diese großen Häuser noch gebaut. Ich glaube, da sind auch über 170 Wohnungen drin. Relativ groß, da sind auch Geschäfte drin und sogar ein Schwimmbad. Und hier wurden halt 1972 die ganzen Athleten und so untergebracht. Hier in Schönberg oben, da haben sie auch noch einen riesen Komplex gebaut. Und das ist auch einer der größten Ostseehäfen, die es, glaube ich, in der Ostsee hier gibt. Ne? Also es ist echt schon groß. Ich habe hier auch meine Theorieprüfung gemacht für den Küstenseeschein. Das war auch hier. Und die praktische Prüfung, die war noch ein Stückchen weiter unten irgendwie. Warum das getrennt war, auch keine Ahnung. Jedenfalls ist das
richtig groß und das haben sie, glaube ich, innerhalb von 3 Jahren hingezimmert. Ne? Ich glaube, Baubeginn war irgendwie 69 und 72 war das dann schon fertig. Ne? Ja, ist doch noch ausgegangen. Das weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, erzählt, dass da hinten noch Parkplätze sind. Also könnt ihr auch parken und starten. Wie gesagt, dann braucht ihr aber noch einen Wagen. Bungalows haben die hier auch noch irgendwo gebaut. Ich glaube, 30 Stück oder was. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist das echt groß und interessant, sich einfach mal anzuschauen. Und man kann hier immer schön auch spazieren gehen an der Küste. Ja, ist nicht schlecht. Und natürlich auch Boote schauen, weil hier sind eine Menge Boote. Also wer sich ein neues Boot kaufen will, kann hier lang spazieren und kann sich inspirieren lassen. Was er vielleicht noch nicht so gesehen hat im Internet. Ne? Also, auf geht's. Aber ich paddel hier mal wieder raus. Hier ist auch ganz schön viel Betrieb. Wir fahren hier rein und raus. Jetzt mal auf dem Weg wieder. Ins Getümmel. Von hier aus sieht man das vielleicht noch ein bisschen besser. Also wie gesagt, das weiß ich gar nicht, ob ich das erzählt habe. Also das ist jetzt Schilksee schon. So schimpft sich das hier. Und ich glaube, von hier kann man das ganz gut sehen. Hier ist noch ein schöner Strand. Der ist auch geschützt mit Steinen. Also der sollte ja relativ harmlos sein. Ja, schön, schön. Weil hier draußen ist dann doch ein bisschen kappelig. Ne? Also ja, ein bisschen nervig, wenn man filmen will. So, hier ist jetzt wieder Kajak-Ping-Pong, weil die hier so eine Betondinger hingemacht haben. Also hier wirst du komplett hin und her geschleudert. Das ist für uns Kajakfahrer nicht so schön. Also da sind die Steine dann schon besser. Aber gut, was soll's. Müssen wir durch. So, hier bin ich jetzt etwas ins ruhigere Fahrwasser gekommen. Ja, wie ihr seht, auch noch ein ganz kleiner Mini-Strand, aber nicht mehr so richtig, weil hier fängt schon die Steilküste sozusagen an. Da geht natürlich auch immer jedes Jahr ordentlich was verloren. Ich weiß, da oben waren auch schöne Wege und die hatten auch mal früher Treppen, aber ich glaube, da sind schon seit der letzten Sturmflut, glaube ich, ganz viele wieder kaputt gegangen. Ja, ist jedenfalls eine schöne Gegend, also auch, wenn man nicht im Kajak unterwegs ist. Ne? Die könnt ihr wahrscheinlich auch sehen, das sieht auch cool aus. Die hocken hier alle. Und da kommt noch ein schöner Dreimaster, aber der ist für euch wahrscheinlich auch noch zu weit weg. Ja, und das ganze Ding ist auch nicht so lang. Ich glaube, das ist knapp einen Kilometer lang hier, die Steilküste. Und danach kommt der Falkensteiner Strand. Und den schauen wir uns jetzt nochmal an. Und da ist es relativ schmal. Und ich glaube, da werde ich dann mal so rüberfahren. Und dann erzähle ich euch, was ich davor habe. Mhm. So, den Kurs zum Strand. Hier habe ich gerade gesehen, guck mal, also da ist nicht mehr viel Platz bis zu dem Haus. Das sieht schon übel aus, ne? Eieieiei, sollten die schnell verkaufen. So, den Rest von der Steilküste konnte ich gar nicht filmen. Und hier ist noch am Ende sozusagen ein kleines Häuschen. Und weil das scheint FKK zu sein, also da waren ganz viele Nucky Dice unterwegs und die wollte ich natürlich nicht filmen. Aber wie gesagt, das war ja auch nicht allzu weit oder allzu lang. Und hier vorne fängt jetzt schon der Falkensteiner Strand an. Der ist richtig schön, den bin ich zum Beispiel bei meiner Kieler Förde-Tour, das war auch so ein Zweiteiler, glaube ich, habe ich da gemacht. Da habe ich hier Pause gemacht, also das ist auch sehr schön, weil der relativ, ich glaube, der ist lang, 2 Kilometer oder so. Da findet man eigentlich auch immer ein Plätzchen, wo man seine Ruhe hat, ne? Wer das mag. So, weiter geht's. Ah, die Quatsche kommt immer so dicht an die Kante. Ja, und dahin muss ich dann nachher gleich irgendwann mal rüber. Ja, das ist so der Anfang und da sieht man auch schon Mülltonnen. Hier kommen Wege her, hier kann man am Wasser langlatschen. Also recht schön. Ja, hallo. Jo. So. Aber ich muss, glaube ich, ich sehe hier noch gar keine Tonnen. Ja,
meine, diese weißen Bojen, die fangen da hinten erst an. Also scheint hier das ruhige Stück zu sein. Und da hinten geht es dann richtig los. Weil der Strand ist, ich sag mal, in der Mitte relativ groß und auch belebt. Die haben sogar eine eigene Seebrücke und da hält auch so ein Ausflugsdampfer immer. Oder ist ja nicht nur ein Ausflugsdampfer, ist ja auch so eine richtige, wie so eine Buslinie, ne? Fährt ja hier auch die Förde lang. So, genug gequatscht, weiter geht's. So, jetzt bin ich schlauer. Also hier oben ist noch ein Camp. Die machen so, haben Familiencamps, Schülercamps und die machen jetzt gerade ihre Bojen raus. Für die ist die Saison jetzt zu Ende. Und da merkt man schon, es wird langsam Herbst. Ja, sowas gibt es hier auch. Gehört aber auch zu diesem Falkensteiner Strand. Aber die haben halt so eine extra Erlaubnis, dass sie ihre Segelboote und so hier parken dürfen. Aber sie müssen halt ihre Bojen wieder mitnehmen. Da sind die anderen, die haben sie schon rausgeräumt. Ah, guck mal hier, die alte Friedenstaube. Ja, die sind zurzeit ja leider sehr müde, ne? In Old Germany. So, dann paddel ich noch da bis da vorne zur Ecke und dann zeige ich euch nochmal die Seebrücke und dann geht's mal auf die andere Seite. Ne? Aha. So, von Weitem kann ich euch das ja mal zeigen. Also das ist der Strand, hier ist auch, wird aufgepasst. Ne? Und da hinten ist die Seebrücke sozusagen. Da hält auch der Dampfer. Also da könnt ihr sozusagen bis Kiel, Stadtmitte oder eben rüber nach Labö. Das wäre dann da drüben. Ne? Kommt auch gerade ein dicker Dampfer. Aber ich werde jetzt mal auf die andere Seite fahren, weil ich habe vor, da drüben sind noch andere Leute unterwegs. Und zwar haben die auch einen YouTube-Kanal. Naturkajak2go heißt der Kanal, glaube ich. Und das ist der Thorsten und die Susanne. Und der Thorsten, der hat heute Geburtstag. Und dem habe ich, oder wollte ich gratulieren. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir die treffen. Die sind nämlich heute unterwegs. Die sind, glaube ich, von der 501 Schwentine-Mündung. Wer mein Video gesehen hat, von da, glaube ich, starten die und wollen hier heute bis Labö hoch. Ja, dann hat die Frau mich angeschrieben, ob wir uns vielleicht nicht mal treffen wollen. Und dann könnte man ihn ja mal zum Geburtstag gratulieren, ne? Wollen wir mal gucken, ob das klappt oder nicht. Ich werde jetzt mal antickern, wo die ungefähr sind. Und dann schauen wir mal, ne? Haha. So, ich habe mal gefragt, wo die sind. Aber da muss ich natürlich erstmal auf eine Antwort warten. In der Zeit werde ich schon mal Kurs auf die Ostseite sozusagen nehmen. Und dann gucken wir mal. So, das geht jetzt erstmal gegen den Wind hier über die Förde einmal. Hier muss man wirklich so ein bisschen drauf achten, auf die ganzen Boote und Schiffe. Man kann immer schlecht, finde ich, die Geschwindigkeit einschätzen. Manchmal denkt man, das dauert noch ewig, bis der kommt. Aber nö, dann ist er auch relativ schnell da. Aber das kann man ja auch schön üben. Ne, hier ist einer unter Motor und da segelt einer. Ja, und da hinten kommt die Fähre sogar. Ne, der wird wahrscheinlich hier dann gleich am Anleger anlegen sozusagen. So, aber ich nehme jetzt Kurs. Das ist sozusagen der Yachthafen von Labö. Und der Turm, das ist dieses U-Boot-Ehrenmal oder Marine-Ehrenmal, wo auch das U-Boot draußen steht. Ne? Aber ich fahre jetzt erstmal hier rüber. Richtung Yachthafen. Na guck, das sind diese Fähren, der legt jetzt gerade hier von Labö ab. Und da kann man auch Fahrräder mitnehmen oder so. Ganz normal eben wie eine Buslinie, nur eben Kieler Förde hin und her bis Labö und Sophienhof hinten, Hauptbahnhof Kiel. Haha. Achso, steht sogar dran, Bahnhof. Ja, schön, schön. Aber der Wind ist doch ganz schön, ja. Ich würde sagen, kommt so ein bisschen Nordostwind. Und nachher habe ich dann so schräg von hinten Rückenwind, wenn ich dann wieder rüber paddel. Allerdings da vorne, also hier, wo man dann rauskommt, da wird es, glaube ich, schon richtig kappelig dann. Ne? Sieht man ja auch, die Segler, die haben schon relativ gut Fahrt drauf. Ja, cool. Labö müsste man jetzt auch einen riesen Bogen machen, weil da hinten, das sind die letzten weißen Tonnen sozusagen für den Strand. Aber ich weiß jetzt nicht, da sind auch die Subs unterwegs. Da werde ich, glaube ich, so ein bisschen abkürzen, das ist mir auch zu weit. Weil ich meine, das ist auch relativ flach hier vorne. So war es, meine ich. Ja, Flugzeuge sind ja auch unterwegs. Nach vorne, weil da hinten ist ein Flugplatz und da kann man auch Rundflüge buchen. Aber ich werde jetzt mal gucken, ob die schon mal geschrieben haben, weil ich sehe jetzt allerdings noch kein Kajak hier. Mal sehen, wo die sind. So,
so schnell kommt, das kommt schon der nächste. Das ist ja krass. So, da muss ich mal sehen, dass ich hier wegkomme. Der will ihm nicht anlegen. Haha. So, dann paddel ich hier noch mal ein Stückchen weiter rüber. Ach, schöne Badeinsel. Aber ich habe noch keine Antwort von den anderen gekriegt, also kann ich auch den Bogen hier noch mitpaddeln. Aber das ist echt ein riesen Bogen. Das ist echt krass. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also wirklich geht da ganz rum. Und ihr seht ja, wie weit ich jetzt schon weg bin. Und hier ist übrigens auch eine schöne Promenade. Kann man schön langlatschen und so. Essen, trinken ist klar. Und da hinten ist das Ehrenmal dann. Ah, ist traumhaft schön. Die ganzen Segelboote und so. Mann, ey. Richtig herrlich. Schaut euch das an. Da hinten kommt noch ein relativ großer Pott. Da hinten bin ich überall schon lang gepaddelt. Das ist das Olympia-Zentrum, sage ich mal so, die Steilküste. Und da ist dieser Falkensteiner Strand. Da hinten kommt jetzt auch mal ein riesengroßer Pott. Schöner Dreimaster. Da hinten kommt noch mal ein Zweimaster. Oh. Herrlich. Also wenn ich mal Geld haben sollte, werde ich mir mal eine vernünftige Kamera besorgen, die wasserdicht ist und womit man auch richtig schön zoomen kann. Ne? Aber habe ich überhaupt erzählt, Auto hier, das Kajakmobil, hat jetzt 2 Jahre wieder TÜV. Nach schlappen 1300 Euro ja, musste irgendwas geschweißt werden und 2 neue Stoßdämpfer vorne. Kleinkram, ja. Aber der ist fit. Eigentlich sollte ich ihn, durfte ich eigentlich nur heute abholen. Aber vielen Dank nochmal an den Schrauber. Die haben das geschafft. Der war gestern dann schon fertig, konnte ich abholen. Und ganz entspannt, weil wir wollten auch nächste Woche nochmal zu meiner Mutter da ein bisschen rumpaddeln. Und ja, schön, schön. Ja, naja, und heute ist natürlich auch ein bisschen mehr los, weil es ist Samstag. Und da wollen die natürlich alle aufs Wasser. Und dann noch bei dem Wetter. Krass. So, ich juckel mal ein Stückchen weiter. So. Und gefühlt bin ich natürlich von der Entfernung her vom Land schon in der Fahrrinne, aber das bin ich natürlich nicht. Da vorne seht ihr ja auch die Tonne. Und wer es nicht weiß, ne, rote Tonnen, wenn man rausfährt aus dem Hafen, ist dann rechts. Ich habe mir das immer so gemerkt, rot, raus, rechts, dreimal R. Und deswegen, ab da weiß man dann auch, jetzt bin ich in der Fahrrinne und da muss man zügig die Fahrrinne kreuzen und dann passiert auch nichts. Aha, so, weiter geht's. Ach krass, guck mal. Das Schiff heißt Runa, so heißt auch meine Tochter. Und das sieht richtig schnell aus von hier aus, krass. Hui. Ja cool, ich mag das ja, ne? Oh. Jetzt kommt das Segelschiff da auch noch. Das kann ich euch gar nicht alles filmen, was ich hier so schön finde, alles. Heieiei. Und das sieht ja live immer 10-mal besser aus, ne? Ah, schön, also ich schalte kurz ab und genieße selber. Aber noch was hier, guckt euch das Wasser mal an. Ist das nicht heiß hier, du meine Güte. Hier könnte ich sogar theoretisch noch stehen, knapp, aber ich könnte noch stehen. Oh, und das Wasser ist schön, echt schön. Ich muss nachher auch noch mal unbedingt baden, glaube ich. Das werde ich, glaube ich, da hinten machen. Ha. So, auf geht's. Juhu. So, und hier ist auch noch mal schön. Hier vorne seht ihr, brechen die Wellen ganz heftig. Hier ist das total flach. Also hier kann man richtig schön aussteigen und auch theoretisch eine schöne Pause machen. Und das ist direkt Höhe vom Ehrenmal, wo das U-Boot steht. Ich zeige euch das mal kurz. Kleine Löwe. Da ist das U-Boot. Sieht man jetzt kaum. Und hier ist total flach. Ne? Also ich werde mal den Skeg einfahren. Zack. Kannst du hier schön Schiffe gucken, du. Oh. Und aussteigen und ein bisschen die Beine vertreten. Das ist eigentlich ganz cool, das werde ich jetzt mal machen. Man muss natürlich aufpassen, dass man sie eigentlich nicht von der Seite kriegt. Es ist schön, das Wasser, aber auch frisch. Frisch. Oh. Oh. Was eine Abkühlung. Oh,
meine Akkus. Deswegen, meine Sachen leiden dann doch immer, ne? Weil ich einfach zu dem komme. Da. So. So, ich vertrete mir mal ein bisschen die Beine und guck noch mal, ob die sich gemeldet haben. Bis gleich. So, ich habe es jetzt mal hier genossen, also das ist herrlich. Ich werde gleich mal meinen Kajak an die Schnur nehmen sozusagen und dann versuche ich mal hier hinzulatschen. Mal sehen, ob das klappt oder nicht. Und dann mache ich am Strand noch eine kleine Pause. Ich habe gerade mit denen geschrieben, also die sind jetzt Mökenort oder so ähnlich. Das, ja, ich würde mal tippen, wenn man Gas gibt, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, bleib hier. So. Da hinten sieht man jetzt auch immer die Höck, die Kläranlage. Also da müsste ich dann theoretisch später hin. Ah, aber hier ist die Fahrrinne sehr breit. Ich werde nachher wahrscheinlich hier vorne, da sieht man auch gleich die rote und die grüne Tonne ist dahinter. Dann ist das nicht so breit und da werde ich dann wieder rüberfahren. Ne, weil das soll man ja relativ zügig kreuzen und hier wird es ja echt nicht breit. Ne. Dieses Klärwerk ist übrigens eins der modernsten überhaupt. Die können sich, glaube ich, auch irgendwie selbst versorgen. Das habe ich noch gar nicht erzählt. Die haben diese Faultürme und da produzieren die selbst Gas. Ne. So, aber ich versuche jetzt mal darüber zu latschen. Da geht's lang. So, Schnur. Fährst du oder läufst du? Hey. Ach so. Ich glaube, ich ziehe noch mal meine Schwimmweste aus. Da ist nämlich das Telefon und so drin. Der Herr im Kajak meinte, dass das von der Höhe her passt. Wir wollen mal sehen. Deine Angel? Ich sag, liegt deine Angel hier irgendwo? Ach so, okay. Ich wollte gucken, ob man hier wirklich hinlaufen kann. Das ist krass. Unglaublich tief. Von Glück. Ja. So, also hat geklappt. Aber wie ihr gesehen habt, ist ein bisschen tiefer, als ich dachte. Aber kannst hier wirklich bis da hinten hin latschen. Das ist schon cool. Und normalerweise, wenn stark Wind ist, sind hier auch immer ganz viele Kiter unterwegs und so. Aber mag wahrscheinlich an der Windrichtung liegen. Heute ist hier tote Hose. Ne? Vorne sind noch zwei irgendwie. Na gut, wir machen jetzt Pause. Moin! So, ich bin jetzt noch mal um die Ecke rumgezogen, weil hier ist schön windgeschützt. Da vorne ist das U-Boot. Und hier ist ein bisschen Strand. Hier kann ich eine kleine Pause machen, bis die beiden denn da sind. Bis jetzt kann ich noch nichts sehen. Und solange ich die nicht sehe, werde ich noch was futtern. So, ihr kriegt jetzt zwar den Wind voll rein. Ich hoffe, ihr hört das trotzdem. Es gibt auch nur eine Kleinigkeit, weil ich habe natürlich noch einen Geburtstagssekt mitgenommen für den Thorsten. Haha.
aber natürlich alkoholfrei, ne? Versteht sich. So, hat er Lust auf Kekse? Allerdings muss man natürlich bei dem Wetter welche nehmen ohne Schokolade. Ich habe jetzt irgendwie Müsli-Kekse. Mal sehen, wie die hin. Sehr süß, aber gut. Unten auf dem Boot. Ja, die beiden Surfer sind anscheinend eine Schülerin und eine Lehrerin. So. Also, ich esse und warte. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. Neuigkeiten. Ich kann sie da hinten schon sehen, aber ich glaube, ihr könnt sie noch nicht sehen. Das ist mit der GoPro immer schwierig, das wisst ihr ja. Haha. So, dann wollen wir mal gratulieren, würde ich sagen. Na, auf geht's. So, ich gehe dem mal entgegen. Gib mal ein bisschen Hackengas. Was ist das denn? Anscheinend wusste Thorsten nichts davon. Haha. Ich sehe eine Fata Morgana. Nein! Ich habe nämlich gehört, dass, total bekloppt, dass du Geburtstag hast. Ja. Also, dann werde ich dir jetzt erstmal gratulieren, ne? Ich glaube das nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Hau rein, Mann! Herzlich willkommen in Schleswig-Holstein. Ihr seid zurück. Guck, und ich habe dein Buch gesehen, habe eben noch gesagt, das ist ein Zweier. Ja, nee, ist keiner. Die Möhre nicht erkannt. Die gute Möhre. Dabei sieht seins doch genauso aus, ne? Ja, eben, ne? So, du auch noch. Normalerweise hätte ich dir jetzt zuerst guten Tag gesagt, aber... Ey, dass das geklappt hat, super. Ich hol dich mal. Warte. Ja, super. Oh, das war aber auch wirklich eine Tour. So, das ist Susanne. Hallo. Ich moin, moin, Mensch. Ja, ein bisschen Gegenwind, ne? Ja, also irgendwie der Wind muss irgendwie anders kommen heute. Irgendwie. Du, ich hab dir das, ich sag das ja ständig in meinem Film. Das, du kannst nachgucken, wie du willst. Ja. Auch nicht hin. Hammer, aber irre. Also ein bisschen haben wir uns jetzt hier... aufgehalten bei den Fähren, weil wir nicht wussten, eine kam rein, eine fuhr raus. Und ja, die haben ganz kurzen Abstand, da musst du echt schnell vorbei. So. Ja. Dass ich dich auf diese Art mal sehe, also das ist ja nicht zu fassen. Cool, ne? So, wir haben jetzt ein bisschen privat gequatscht, das müsst ihr ja nicht alles mitkriegen. Ich sag Susanne auf Wiedersehen und den Thorsten, der hat ja heute Geburtstag, habe ich schon erzählt, ne? Ja. Dir noch einen super tollen Restgeburtstag. Oh mein, danke. Euch beiden alles Gute. Mach's, und die beiden, ne? Wollen jetzt noch Pommes essen. Jawohl, was Muttermut. Genau, was Muttermut. Ich habe ja schon ein bisschen was Gesundes gegessen und ihr wisst ja, mit meinem Essen ist es immer ein bisschen schwierig, deswegen lasse ich das. Und ich muss wegen meiner Parkuhr ja wieder zurück. Also, so, macht's gut. Tschüss. Bye, bye. Kommt nach Hause. Ja, ihr auch. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Tschüss. So. Attacke. Bis dann. So, ich nehme jetzt Kurs auf die Tonne da vorne und dann geht das rüber. Tschüss. Dann wollen wir mal schnell hier rüber. Und falls ihr mal Lust habt, euch das U-Boot hier anzugucken, das nennt sich, glaube ich, U995. Das ist ein ja, echtes Boot sozusagen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das hatte sogar Feindfahrten und Skeck rausmachen. Und ist auch nicht zerstört worden. Das haben nachher, glaube ich, Norweger übernommen. Und die haben das später den Deutschen wieder zurückgeschenkt. Und dann hat das dieser Marineverein oder so gekauft und dann restauriert und jetzt hier ausgestellt. War schon wieder ein Sportflugzeug. Cool. Und ja, und das Ehrenmal dahinter, das ist eben an all die Seeleute. Da ist auch unten so eine Gedenkhalle und alles Mögliche, kann man sich gut mal angucken. Und ich glaube, von den U-Boot-Fahrern sind 30.000 gab es, glaube ich, und ich glaube, es sind nur 4.000 wieder nach Hause gekommen. Und von diesen Booten, das war, glaube ich, die Hauptwaffe sozusagen der U-Boot-Marine, das waren, glaube ich, das waren so 860, 900 Stück irgendwie. Und ich glaube 760 oder so sind auch verloren gegangen. Also ganz wenige, die das
überlebt haben sozusagen. Ne? Also wer sowas spannend findet, kann man hier auch gut mal machen. Da kann man eben auch durchmarschieren, von innen sich das alles mal angucken, weil das ist ja echt ziemlich eng. Ne? Ich glaube, die hatten 50 Mann Besatzung. Schon krass. So, aber genug gequatscht. Wir paddeln jetzt mal auf die andere Seite. Boah, voll eine Welle abgekriegt, aber richtig. Ich wollte gerade sagen, oh nein. Ich wollte gerade euch anmachen und erzählen, ja, ich bin hier jetzt bei der Sandbank und hier kommen natürlich wieder ein paar Wellen. Oh, scheiße, du. Mann. Jetzt muss ich erstmal wischen, glaube ich. Oh, könnt ihr mich wieder sehen? Natürlich hier genau in die, weiß nicht, das. Gut, noch geht's. Es soll ja angeblich auch spritzgeschützt sein. Wir werden sehen. Oh, was ein Schweinkram. So. Aber das Wasser ist herrlich, also ist nicht kalt. Ne, da seht ihr das, da läuft auch noch einer. Du bist hier meilenweit weg vom Land und der läuft hier spazieren. Herrlich. Und der war eben auch noch ewig weit weg und ja, schon wieder gleich hier vorne angekommen. Und das ist eben das Gefährliche, wenn man jetzt hier rüberfährt auf die andere Seite. Man kann das echt schwer einschätzen. Ne? Aber gut, ich glaube, das habe ich auch schon 10-mal gesagt. Ne? Egal, weiter geht's. Den hier vorne meinte ich. Die sind dann doch schneller, als man denkt. Ding, ding. Hier bimmelt es schön. So, und weil man das so schlecht einschätzen kann, werde ich den Grünen da auch noch mal abwarten, weil so schnell ist man mit dem Kajak ja doch nicht. Und ihr seht, ich muss ja ganz darüber zur Grünen. Und deswegen warte ich den noch kurz ab. Aha. So, ich denke mal, ich fahre jetzt mal langsam. Der wird dann vorbei sein gleich. Oh, Gas geben. Moin. Keine Lust mehr zum Segeln oder was? Angeln. Hier in der Fahrrinne? Ah, okay. Viel Erfolg. Boah, der sieht ja auch cool aus. Guckt euch den mal an. Ein richtig windschnittiger. Sieht aus wie aus den 50ern. Cooles Teil. Nicht schlecht. Der sieht schnittig aus, was? Jetzt bin ich wieder nass und die Kamera auch. Wie schön. Danke. Weitermachen. Leute, Leute. Kein Wunder, dass die Sachen mal alle kaputt gehen. Ne? Test 1, 2, 3. Es beschlägt auch. So. Aber gleich geschafft. Da vorne ist ja schon die Tonne. Aha. Jetzt fast wieder drüben angekommen. Wie ihr seht, das ist die Steilküste. Da hinten sind wieder ordentlich Nucky Dies. Und die kann ich natürlich nicht alle filmen, aber ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich jetzt noch mal baden gehe. Oh ja, guck mal, meine Zeit ist schon abgelaufen sozusagen. Ich bin schon 20 Minuten drüber.
Also von dem her ist es eigentlich auch scheißegal. Ich hatte überlegt, ob ich noch baden gehe. Boah. Oder ob ich jetzt erstmal zurück paddel. Ich glaube, ich paddel erstmal zurück. Zur Not kann ich da ja auch noch einmal reinspringen, weil mir ist jetzt doch relativ warm. Ah. Also, es wird weiter gepaddelt. Dann geht es weiter. Ich kann das ja alles noch ein bisschen trocknen hier. Die ganzen Kamerazeugs. Ah. Mann, Mann. So, hier muss ich wieder Ping-Pong spielen. Da werde ich euch mal unter Deck packen. Das wird bestimmt nass, denke ich mal. Was ein Unterschied, ne? Hinter den Pollern und vor den Pollern. Aber ich glaube, da kriege ich Mecker, weil da sind einige am Schwimmen. Dann mache ich das mal. Auf geht's. So, ab hier geht's wieder einigermaßen. Also ich bin jetzt in der Höhe der normalen Steine. Die sind nicht ganz so schlimm, ne? Betondinger, da kommen die immer wieder. Also das ist schon cool. Wenn ihr das mal haben solltet, ich kann immer nur empfehlen, ganz ruhig, ganz langsam, beobachtet das so ein bisschen und dann tuckelt ihr da ganz langsam durch. Angst ist immer ein schlechter Ratgeber, würde ich sagen. Ne? Weil das geht da schon wirklich dann immer hoch, runter, hast du nicht gesehen und dann kommen die von allen Seiten. Schockt, wenn man da keine Angst vor hat, ne? Wenn man dann richtig schön mal hoch und runter geht. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder und ansonsten kennt ihr das ja eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, schalte ich da hinten wieder ein. Also da hinten, da ist der Leuchtturm. Und ich werde jetzt hier so halb schräg rüber tuckeln und vielleicht kriege ich ja noch ein schönes Segelboot oder so drauf. Dann zeige ich euch das. Ne? Ansonsten, ja, wunderschön. Auf geht's. Bilder. Attacke. Hier kann ich auch wieder ein bisschen mehr Gas geben. Kein Gehoppel mehr. Also nicht mehr richtig jedenfalls. Guck, die Optimisten sind auch unterwegs. Ein toller Sport für Kinder, kann ich nur empfehlen. Da lernen die Eigenverantwortung und dass sie für ihr Handeln auch der Verantwortung tragen und das selbst ausbaden müssen, wenn es dann nicht so geklappt hat. Also finde ich, ist ein super Sport für Kinder. Kann ich nur empfehlen. Ja, gibt auch Selbstbewusstsein, wo man segeln kann. Meine Meinung. So, aber weiter geht's. So, wir haben es fast geschafft. Da vorne ist das Kajakmobil. Ich werde jetzt mal hier aussetzen, vorsichtig. Oh. Und dann, oha, wieder Tropfen drauf. Aber egal, da müsst ihr jetzt durch. Ja, und dann sehen wir uns oben am Kajakmobil. Und da kann ich dann nochmal in Ruhe Tschüss sagen. Also, es geht jetzt an Land und dann sehen wir uns gleich mobil. So, bevor ich Tschüss sage, ich werde noch einmal in die Fluten springen und ich habe keinen Strafzettel gekriegt. Haha, also ein Glück gehabt. So, einmal noch baden und dann sage ich Tschüss. Ne? Auf geht's. So, Latschen sind da geparkt. Schlüssel auch. Dann geht's ab in die Fluten. Jetzt zwar ein bisschen steinig, aber egal. Fertig. So, ich habe jetzt alles soweit wieder zusammengepackt. Die Möhre ist oben drauf. Das erstmal alles reingefeuert. Das muss ich dann zu Hause sowieso erstmal alles trocknen. Ich habe mir wieder was Schönes, Trockenes angezogen. Eine neue Hose. Und dann kann ich nur noch sagen, ja, das war eine schöne Tour. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Nochmal liebe Grüße an Thorsten und Susanne. War nett, euch mal kennengelernt zu haben. Und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann nochmal wieder. Und ansonsten, ja, kann ich nichts weiter sagen. Schöne Tour. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ne? Also, macht's gut. Tschüss.